Wenigstens über eins sind sich die Clubbesitzer einig, dass Roger Goodell für sie der richtige Mann am richtigen Platz ist. Sie verlängerten den Vertrag des Commissioners, der im September ausgelaufen wäre, bis zum März 2015. Am 1. September 2006 löste Goodell Paul Tagliabue ab und eine seiner wichtigsten Aufgaben war die Einstellung der NFL Europe. Die erledigte er auch sofort mit Hingabe und hinterließ gerade im Hauptspiel auch Deutschland viele enttäuschte Fans. Für die immer noch laufenden Tarifverhandlungen wollten die Clubbesitzer einen Chef, dessen Gedanken nicht mit dem eigenen Vertrag beschäftigt sind, sondern einen Mann, der sich voll und ganz auf die Sache konzentrieren kann. Im Steuerjahr 2008-2009 verdiente Roger Goodell 9,76 Millionen Dollar. Keine schlechte Gedankenstütze, auch wenn es nur ein Hungerlohn ist, verglichen mit dem, was der Chef des beliebtesten amerikanischen Sports verdient. Baseball-Commissioner Bud Selig schaufelte 17,48 Millionen Dollar auf sein Konto. Die Steelers werden für die nächste Saison einkaufen gehen, als gäbe es für die Saison eine Gehaltsobergrenze. Auch wenn die Verhandlungen zwischen der Liga und den Spielern scheitern, wollen die Steelers nur so viel Geld für ihren Kader ausgeben, wie es die noch bestehende Gehaltsobergrenze erlaubt. Im Vorstand weiß man, dass man sich damit einen schweren Nachteil gegenüber anderen Teams einhandelt, die richtig Kohle rausschmeißen werden, aber den wollen sie in Kauf nehmen, um sich nicht zu sehr zu verschulden. Letztes Jahr lag die Ausgabengrenze zwischen 111 und 128 Millionen Dollar. Das heißt, dass mindestens 111 Millionen an die Spieler ausgezahlt werden mussten und höchstens 128 Millionen ausgegeben werden durften. Pro Team, versteht sich. Daran will Pittsburgh sich für die Saison 2010 orientieren. Gehen wir davon aus, dass die Rams an diesen Shahid Khan verkauft werden. Damit dürfte man nicht so falsch liegen. Wenn die anderen Clubbesitzer dem neuen Eigentümer zustimmen, könnte der Handel im Mai über die Bühne gehen. Aber was nun? Ziehen die Rams nach Los Angeles um, die ja ein Team für ihr neues Stadion suchen? In St. Louis sagt man eher nein. Man habe sich extra für einen Käufer entschieden, der das Stadion in St. Louis bequem mit dem Auto erreichen kann. Kitty Radcliffe, die Vorsitzende des Fremdenverkehrsbüros in St. Louis, begrüßt den Verkauf an Khan. Man habe hier einen Fan als Käufer gefunden, der aus der Gegend stammt, der öfters bei den Heimspielen war und der Gegend verbunden ist. Ob das diesen Khan davon abhält, das Team dem Schotter nachjagen zu lassen? Doch wohl eher nein. Ein Verkaufspreis von 913 Millionen Dollar ist im Gespräch. Das dürfte aber etwas zu hoch gegriffen sein, denn die Rams haben mit ihrem Rumgegurke in den letzten Jahren doch einiges an Wert verloren. Gehen wir eher von 750 Millionen Dollar aus. Die will der Khan ja nicht in den Sand setzen, sondern viel lieber wohl vermehren. Das wäre in dem sehr viel größeren TV-Markt um Los Angeles leichter als in der Provinz von St. Louis. Zudem muss der Dom auf den neuesten Stand gebracht werden. In den letzten Jahren wurde er für 30 Millionen Dollar modernisiert, indem man Clubsitze einbaute und die Anzeigen und Videotafeln erneuerte. Doch das Stadion gehört zu den ältesten der Liga und man muss noch sehr viel mehr investieren, um es den Ansprüchen der heutigen Zeit anzugleichen, während in LA ein nagelneues, supermodernes Stadion wartet. Und wartet. Und wartet. Sollte Shahid Khan die Rams kaufen, darf Steve Spagnuolo gehen. Der Head Coach des Teams hat eine Ausstiegsklausel für den Fall, dass das Team den Besitzer wechselt. Spagnuolo wurde letztes Jahr für 4 Jahre und 11,5 Millionen Dollar verpflichtet. In seiner ersten Saison trainierte er die Rams mit 1:11 Siegen zum schlechtesten Ergebnis der Teamgeschichte. Würde ihn da ernsthaft jemand vermissen? Die UFL hat sich entschlossen, noch eine Saison zu absolvieren und will sogar expandieren. Neuer Spielort soll Hartford werden. In diesem Provinzstädtchen gab es mal ein professionelles Eishockey-Team, die Whalers, aber das ist schon vor 13 Jahren aus der Stadt geflüchtet.
Sehr wahrscheinlich wird es aber kein neues Team geben, sondern nur einen Ortswechsel des New Yorker Teams. Hier fehlen nämlich die Zuschauer, die in Hartford vielleicht kommen werden. Head Coach des Teams soll Chris Palmer werden. Palmer war mal Quarterback der Giants und Head Coach der Cleveland Browns. Nein, er wolle das Team nicht verkaufen, antwortete Pat Bowlen auf entsprechende Fragen. Seit 25 Jahren besitzt er die Denver Broncos und er beabsichtige, das auch weiter zu tun. Bowlen wird am 18. Februar 66 und sagt, dass er immer noch genug Energie habe, das Team zu führen. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.